Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Riesenkrake und der Waschbär und die Flummis und der Kirschkuchen und okay. Es gilt, einen Waschbären einzufangen und wir sollen 12 Cracker finden. Einen haben wir anscheinend schon. Das ist wunderbar. So, dann lassen Sie mich mal gucken. So, hier haben wir drei Cracker. Und sonst sehe ich hier keinen. Ja, Luke, kannst du wieder zumachen. Hier sehe ich keinen mehr. Okay. Was haben wir hier? Haben wir hier eventuell ein paar Cracker? Ach, zu dumm. Die Tür hält nicht. Ach, das Elend auch noch. Ach, Okay. zu dumm. Die Tür hält nicht. Just. Was, Bob? Ich will gucken, ob Cracker im Kühlschrank sind. Okay, anscheinend, also hier sehe ich auf Anhieb auch keinen Cracker. Gut, dann eben nicht. Haben wir hier einen Wollen wir doch Cracker? mal sehen, ob die Luft rein ist. Nein, das wollen wir nicht. Ich wollte nur gucken, ob da ein Cracker ist. Hier im Regal eventuell. Bei der Spinne. Okay, Spinne hat keinen Cracker. So, was hätten wir hier? Hier hätten wir den. Ach, hier waren die Cracker noch. Okay. Die Kreide wollen die Jungs immer noch Das Kabel nicht. zur Stromleiste wurde durchtrennt. Ich Wir brauchen weiß. eine neue Stromleiste. Ja, wir arbeiten dran. Der Bleistift lässt sich als Sperre verwenden. Ach. Für den Käfig. Okay. Wie wäre es mit einem Cracker? Nein. Hier ist doch noch ein Cracker. Da unten sehe ich noch Cracker. So, fehlen aber immer noch drei. Drei Kräcke die Kräcker. Wo könnten die jetzt bitte noch sein? Hier sehe ich gerade keinen mehr. Die müssen ja rein theoretisch hier im Wohnwagen liegen, ne? Was haben wir hier? Nein. Hier will ich hin. Da in dem Bereich komme ich nicht. Habe ich hier noch übersehen irgendwo Cracker? Habe ich hier noch übersehen Cracker? Habe ich hier noch übersehen Cracker? Irgendwie nicht. Was haben wir hier? Dunkle Dunkelkammer. Ich weiß. Es hilft mir ja nicht. Sag mir das nochmal. Ja. Zu dumm. Die. So bleibt die Box geöffnet. Das ist wunderbar, aber mir fehlen trotzdem noch Cracker. Wo können denn noch drei Cracker sein? Dabei frisst doch da unten. So also schnappt die Falle zu. Es ist ja nur zu seinem Besten. Was geben wir Leckeres in die Box? Ja, rein theoretisch das hier. Wartet! Um die Mahlzeit reizvoller zu machen, sollten wir noch mehr Cracker finden. Ach komm, das ist doch dem Waschbären völlig egal. Haben wir hier oben? An die Luke komme ich jetzt gar nicht mehr? Okay, da oben komme ich jetzt gar nicht mehr dran. Ach, come on, wo sind denn. Nein. Hier nicht. Wo sind denn jetzt noch Cracker hier bitte? So blind kann ich doch. Ach, da ist. Okay. Okay, da war noch einer. Der war aber ordentlich versteckt. Das bedeutet, ich kann so blind sein. Ja, da ist keiner drin. Weiß ich weiß. Unter dem Teppich auch nicht. Nee, mach die Luke zu. Da war jetzt noch ein Cracker. Habe ich hier noch doch noch einen übersehen, eventuell? Ich meine, die sind ja doch recht auffällig. Müssten noch zu sehen sein. Just. Ja, ich soll nicht an den Kühlschrank. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch, Bob. Hier nochmal gucken. Das ist dann die Nahansicht. Später, Peter. Ja, Fotoapparat geht nicht. Liegen hier noch Na toll. Cracker? Das Telefon ist tot.
weiß. Das Kabel wurde durchtrennt. Das Kabel zur Stromleiste. Wir brauchen eine neue Stromleiste. Ach, gib Ruhe. Onkel Titus bewahrt welche in der Freizeit. Ich will doch nur Cracker. Kein Cracker. Da oben komme ich nicht dran. Und ich höre dauernd den Waschbären nagen. Ich glaube nicht, dass der noch was fressen will. Der frisst jetzt seit anderthalb Folgen hier durch. Da liegt doch was. Ah, da war doch noch einer. Aber wo ist der letzte? Wo ist der letzte Cracker? Wenn ich auf die Bücher klicke, dann komme ich ins andere Bild, ne? Boah, ist das gemein, ey. Der war doof versteckt hier auf dem Stuhl, weil der nicht aussah wie die anderen Cracker. Ja, ein bisschen unfair finde. Na toll. Ja. Das Kabel wo. Okay, das hilft mir jetzt alles nicht. Da ist nur die Kamera. Habt ihr den letzten Cracker gesehen, ihr Lieben? Das ist ja hier wirklich gerade wie ein Wimmelbild. Kann ich nicht den Apfel nehmen? Ja, ganz offensichtlich nicht. Boah, jetzt suche ich hier den scheiß letzten Cracker, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Die Leiter geht überhaupt nicht mehr. Hier nochmal gucken. Ja, aber das sind hier alles nicht diese Cracker. Da kann ich doch jetzt klicken, wie ich will. Unter dem Blatt auch nicht. Oh komm, jetzt bitte lass mich nicht die ganze Folge einen doofen Cracker hier suchen. In der Dunkelkammer ist ja nichts zu sehen. Oder liegt hier irgendwie ein Cracker in Sichtweite? Nein, kommen wir nur wieder raus, ne? Aber kein Cracker. Oben komme ich nicht hin. Wollen wir doch mal sehen, ob die Luft rein ist. Vielleicht gucke ich doch nochmal hier durch. Nicht, dass hier jetzt irgendwo ein Cracker liegt. Ein Cracker? Nee. Kein Cracker. Die gute Mrs. Jonas. Ja, die gute Miss Jonas. Die hat aber auch keinen Cracker, wie es aussieht. Nee, das macht ja auch keinen Sinn hier am Fernrohr. Aber ich meine, hey, was macht hier schon Sinn, ne? Nee, da ist kein Cracker. Der Tisch wäre interessant, aber ich komme ja nicht da hinten. Da, warte mal, da. Oh mein Gott. OMG, ihr Lieben. OMG kann ich da nur sagen. So, können wir das jetzt da reinmachen? Die Falle ist fertig. Hörvermögen und Geruchssinn der Waschbären sind stark ausgeprägt. Das Tropfen und der Duft der Mahlzeit werden unserem Einbrecher nicht entgehen. Okay, dann müssten wir jetzt wohl die Klappe öffnen. So, unsere Einladung steht. Allerdings wird er kaum kommen, solange er uns sehen kann. Das verstehe ich sogar, aber da wüsste ich schon, dann gehen wir einfach in die Bestimmt Dunkelkammer. Bestimmt wird sein Appetit seinen Verstand übertrumpfen. Und da heißt es immer, man soll nicht von sich auf andere schließen. Psst, hört ihr das? Da ist... Oh. Wir haben ihn! Worauf warten wir? Oh, das klang, als hätte es wehgetan. Das klang irgendwie... Oh, da ist der kleine Waschbär. Tante Mathilda darf den Waschbären nicht zu sehen bekommen. Am besten, wir bringen ihn Onkel Titus. Der Weg zur Freiluftwerkstatt ist ja nun frei. Ja, aber wir wollen Tante Mathilda ja auch gar nicht sehen, denn dann müsst ihr ja arbeiten. Okay, können wir da rein, bitte. Oh mein Gott, wir können da rein. Da ist mein Onkel. Ich hoffe, er nimmt uns das Tier ab. Hallo Jungs, was bringt ihr mir denn Schönes? Tiere, Wilde. Der Schwanz hängt raus. Der Schwanz hängt raus. Oh mein Gott. Ein Waschbär auf unserem Gelände? Ich hoffe, ihr habt Mathilda nichts von eurer Entdeckung gesagt. Tante Mathilda hat nichts davon mitbekommen. So soll es auch bleiben. Wir haben noch nicht darüber nachgedacht, was mit dem Tier geschehen soll. Na, ich setze mich in meinen Pickup und bringe den Waschbären ins Tierheim. Bis nachher, Jungs.
Nein, nicht ins Tier. Titus Jonas, was hat dieses Tier hier verloren? Oh oh. Oh oh, ihr Lieben. Warte mal. So, hier haben wir die Kabellage. Sehr schön, das hätten wir. Brauchen wir jetzt hier noch irgendwas gerade? Während des Streits achtet Mrs. Jonas nicht auf uns. Sie wird sich mit ihrem Mann wieder vertragen. Ja, das ist ja schön. So, Fotos untersuchen, durchtrennte Leitung im Büro. Okay, Ersatz haben wir. Wenn sie sich jetzt streitet, kann ich dann einfach... Die vertragen sich schon wieder. Bis dahin sollten wir in der Zentrale vorankommen. Kann ich denn einfach... Hier rein jetzt? Okay. Wir können den Vordereingang nehmen. Das ist wunderbar. So, Kabellage, ihr Lieben. Wir haben wieder Strom. Das ist sehr schön, aber das Telefon ist immer noch durchtrennt, ne? Das ist uns klar. Das Telefon ist tot. Ich weiß, ich will ja auch den Computer anmachen. Wir müssen den Schaden beheben. Och, komm schon, ich will doch den Computer anmachen. Wie soll ich den... Warum? Warum tun sie das? Das Telefon ist tot. Was hat das Telefon wir jetzt mit dem Schaden Computer beheben. Zu tun? Oder läuft das alles hier über die Leitung? Wäre ja möglich. Oh, ich hasse euch, Jungs. Wie soll ich denn jetzt... Ja, da bräuchte ich vielleicht einfach nur Klebeband. Das würde ja eventuell schon reichen. Ist die Frage... ja. Durchtrennte Leitung im Büro. Müsste ich vielleicht doch noch mal gucken, ob da noch irgendwie so eine Kleberolle ist oder Panzertape. Was war denn das hier? Haben wir hier irgendwie Tape? Panzertape? Irgendwas anderes? Farben? Ja, nein, brauche ich nicht. Okay, also hier anscheinend nicht. Ja, aber hier sind nur... Ach, da war ein Telefonkabel dazwischen. Ja, genau. Gut, dass etwas den Tunneleingang verstellt. Sonst könnten wir uns vor Besuchern kaum retten. Können wir da rein? Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay, dann könnten wir bitte mal das Telefonkabel ersetzen. Wunderbar. Wir sind wieder erreichbar. Okay, kann ich jetzt den Computer anstellen? Oh ja, es hört sich an, als ob er hochfährt. Unser Rechner hat wieder Strom. In welcher Reihenfolge gehen wir vor? Als erstes sollten wir mein Krakenfoto auf den Rechner übertragen und die Qualität verbessern. Danach würde ich mich gerne im Internet umsehen. Ich erinnere mich an eine interessante Website. Eine gute Basis, um sich abschließend mit dem Fundstück vom Strand auseinanderzusetzen. Okay. Also erstmal Krakenfoto. Nein. So nicht. Wie dann? Mein Verbindungskabel liegt irgendwo zu Hause, keine Ahnung wo. Können wir die Fotodatei mit einem anderen überspielen? Alter, ich hasse euch. Was stimmt mit euch nicht? Ihr habt ja gar nichts. Mal sehen, was mein Bearbeitungsprogramm aus deinem Foto herausholt. Ja, nix. Wir haben ja kein Kabel. Mal sehen, was mein Bearbeitungsprogramm aus deinem Foto herausholt. Wir sind wieder erreichbar. Ich weiß, ich hasse euch. Was denn jetzt noch für ein Kabel? Hier ist immer noch die Kreide. Die wollen sie aber nicht. Später, Peter. Das will er auch nicht. Kann ich den hier jetzt irgendwo drauf? Da unten? Nein, 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 nein. Ich wollte da unten hin. Okay, das geht nicht. Hier ist kein Kabel, oder? Hätten wir denn hier vielleicht irgendwie ein Kabel? Ach, hier in dem Bereich komme ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Hier haben wir erstmal kein Kabel. Okay. Hier komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Wollen wir doch mal sehen, ob die Luft rein ist. Hier lag kein Kabel, macht auch keinen Sinn. Aber Tante Mathilda ist weg. Okay. Ja, die streitet sich vorne mit Titus rum, ich weiß. Ja. Ein Kabel, Alter, Peter. Nochmal gucken. Hier ist ein Datenkabel. Schade. Ich sehe keine Kabel, um mein Handy mit unserem Rechner zu verbinden.
Und? Schade. Was heißt das jetzt? Ich sehe keine Kabel um mein Handy mit unserem Wir hatten da auch kein Kabel. Oh, ich hasse euch wie die Pest manchmal, ey. Okay. Schauen wir uns die anderen Plätze nochmal an. Wie geht's zur Werkstatt? Hatten wir hier irgendwo ein Kabel? Eigentlich nicht, ne? Hier hatten wir nur Reifen und gar nichts. Okay. Die beiden streiten sich hier Mathilda, das ist doch nur ein Waschbär. Ein harmloser Zeitgenosse, der sich verirrt hat. Harmlos? Wer weiß, was der für Krankheiten hat? Wer weiß, was du für Krankheiten hast? Gut, fahre ich zu einem Tierarzt. Willst du das Vieh auf unsere Kosten untersuchen lassen? Ach Gott, ey. Dann bringe ich es ins Tierheim. Das ist kein Schoßtier, das ein neues Zuhause sucht. Es ist ein Wesen der freien Natur. Genau. Ich denke, der Waschbär stellt eine Gefahr dar. Aha, jetzt sagst du es selbst. Also? Werden wir ihn erschießen? Mathilda, das ist doch nur ein Waschbär. Harmlos? Okay, man kann es ihr nicht recht machen, aber ich brauche nach wie vor ein Datenkabel. Wo soll ich denn das jetzt bitte hernehmen? Haben wir hier irgendwas, was ich jetzt öffnen kann? Bitte. Bitte, Leute. Nein. Macht's mir doch nicht so schwer. Warum? Haben wir hier ein Datenkabel? Aha, Hilfe. Was ist denn das hier? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kein Datenkabel. Sagt mir das hier irgendwie noch? Nee. Verbindungskabel fürs Handy, ja. Verdammt! Soll ich denn jetzt ein Datenkabel hernehmen hier in dem Schrott? Kann ich mit dem Mann sprechen? Nee, kann ich nicht. Kann ich jetzt hier irgendwo anders noch hin? Nee. Macht ja auch keinen Sinn. Geht da rein, Jungs. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Steh. Ich sage euch, der Krake ist weggeschwommen, bis ich hier das geregelt bekommen habe. So, da kann ich nicht hin. Hier hinten war ich schon. Und wenn ich alles sehe, aber kein Datenkabel. Jedenfalls, ja. Tja. Wollen wir nicht rasch einem alten Freund guten Tag sagen? Ah, richtig, hier kann ich ja jetzt. Ich glaube, Blacky gefällt es hier. Er kann ja nicht ewig und drei Tage im Mief der Zentrale hocken. Ah, hier hätten wir doch. Tante Mathildas Kabel benutzen wir für dein Handy, Peter. Ich nehme es auf meine Kappe. Ja, das hoffe ich doch. Wollen wir das Handy auch einstecken? Ich bin Blacky, der Pirat. Blacky hat ein phänomenales Gedächtnis. Das ist ja süß. Warte mal. Wo die Toten halten, ewig wacht. Und ne Puddel rum. Joho. Wo die Toten halten, ewig wacht. Joho. Geil. Ich kann's noch. Nur andersrum. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Geil, ihr Lieben. Das finde ich gerade richtig nice hier. Ich sag ja, ist was für Fans, ne? Ist einfach gerade richtig geil. Okay, wir haben Datenkabel. Wir haben ein Datenkabel und wir werden es benutzen, sofern ich jetzt den Weg zurückfinde in unsere Zentrale. So. Alles wird gut, ich bin mir sicher. Sehen wir mal, was sich mit meinem Programm aus dem Krakenfoto machen lässt. Ja, nicht Photoshop, sondern Photomac. Mal sehen, ob wir die Qualität des Fotos verbessern können. Und das machen wir genau wie? Ich muss erst mal gucken, ob ich hier was klicken kann. Modifizieren, das sieht aber schon mal gut aus. Aber was anderes kann ich auch nicht anklicken. Okay, aber hier kann ich... Oh nee, wollte der jetzt im Ernst, dass ich hier pixelgenau 3 Stunden an dem Kraken? Ach du Scheiße.
Okay, holt euch mal was zu essen und zu trinken, ihr Lieben. Das kann jetzt hier einen Moment dauern. Ich muss jetzt hier pixelgenau mit dem Kraken und so. Okay, da bin ich fertig. Da auch. Ach du Scheiße. Warte mal, muss ich das von hier oben direkt schon machen? Ach du ahnst es nicht. Ja, nicht? Oder geht mal auf Toilette oder besorgt euch mal die erste Folge, die drei Fragezeichen. Oh Gott. Und hört euch die Geschichte von Blackbeard, dem Piraten, an. War die erste Folge, ne? Und bis ihr wieder da seid, habe ich das dann eventuell hübsch aufgerüscht hier, das Bild. Hier muss ich nochmal drüber, oder? Sieht hier aber komisch aus. Okay. Ich hab's gleich. Don't panic, ihr Lieben. Wir kriegen das Bild einigermaßen fluffig hier. Jetzt habe ich doch wirklich gerade überlegt, wie die erste Folge hieß. Ja, sie hieß Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Und das war natürlich... ist ja kein Papagei. Es ist ein... Nicht Ara? Nein. Die anderen, die Schwarzen. Da komme ich jetzt nicht auf Namen, aber es ist Blackie. Und den haben die drei Fragezeichen dann behalten. Und deswegen haben sie hier einen schwarzen Vogel. Und ich komme jetzt nicht drauf, wie er heißt. Aber hey, wir haben den Superkraken hier. Den Superkraken. Bemerkenswert. Ich muss zugeben, es handelt sich tatsächlich um die Gestalt eines riesigen Kraken. Entweder handelt es sich um Nebel, der unsere Erscheinung umspielt, oder dem Kraken entweicht Dampf. Du meinst, der hat Blähungen? Machen Kraken sowas? Oder ist mein Exemplar das Opfer freigesetzter Radioaktivität? Eine Mutation der Meere? Ein Monster? Wie Nessie oder Godzilla? Machen wir uns lieber mal im Internet schlau. So, nicht Superkrake, sondern Riesenkrake, wollte ich eigentlich sagen. Okay, wir haben das Bild wiederhergestellt. Das ist wunderbar. Das verbesserte Krakenfoto, ist das nun Nebel oder Dampf? Okay. Im Internet schlau machen. Ach, guck mal, look all. Hier habe ich etwas über Meeresbewohner. Riesenkalmar, 35 Meter. Was? Physeta macrocephalus. Aha. Das ist aber kein Riesenkalmar. Sprechende. Ach, spanische Tänzerin? Nee, das ist nicht. Was weiß denn ich? Tiefseeangler. Suppenschildkröte. Ach du Scheiße, muss ich das jetzt zuordnen oder wie? Ach, hier oben sehe ich gerade 0 von 10. Eine Suppenschildkröte wird aber keine 100 Meter. 300 Meter? Was? Kann ich mal ein paar Informationen bekommen, wenn du das Spiel, abbrechen? Nein, möchte ich dann erstmal nicht. Jetzt fragen die mich hier nach den lateinischen Namen? Gott mal. Oder was haben wir denn noch? Warte mal. Also Riesenspinnenkrabbe, nein. Krake? Nö. Aber wir suchen den Kraken, oder nicht? Naja, okay, warte mal. Gemeiner Kalmar, schwarzer Höhlenfisch. Könnte der große Tümmler sein. Sieht ebenfalls aus wie ein Tümmler und nicht unbedingt wie ein Bottwal. Ja, die lateinischen Namen kenne ich jetzt natürlich nicht, ne? Delfine gehören zu den intelligenteren Säugetieren. Ihre akrobatischen Fähigkeiten sind bemerkenswert. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass ein großer Tümmler, was ja ein Delfin ist, oder nicht, 300 Meter lang werden kann? Komm, Quatsch. Na gut, schauen wir mal weiter. So, da hätten wir jetzt einen Riesenkalmar, würde ich sagen. Oder auch nicht. Nee. Das ist nicht der Riesenkalmar.
spanische Tänzerin vielleicht noch. Du hast ja Tiefseeangler. Warte mal. Nee. Gib mir mal die Tänzerin. Ist es die? Wo fangen wir denn jetzt an? Abysso Brutula. Abysso Brutula, dann ist das nicht die spanische Tänzerin. Weißer Tiefseeangler. Macht aber keinen Sinn. Aber ich versuch's trotzdem. Nee. Wortwahl auch nicht. Diesen Spinnengrabe, das ist keine Krabbe. Oder ist das der gemeine Krake? Meiner Kalmar? Hatte ich den nicht schon? Der gewöhnliche Kalmar hat im Gegensatz zum Kraken 10 Arme und einen kleineren Tintenbeutel. Aha. So, was hätten wir denn hier? Nein, nein. Das ist jetzt der Riesenkalmar. Kamerad wird irrtümlich auch als Riesenkrake bezeichnet, besitzt aber, wie alle Kalmare, 10 Arme. Seine Augen sind die größten im Tierreich. Gut, das war der Riesenkalmar. Also das Spiel müssen wir jetzt hier noch zu Ende spielen, sonst bricht es ja ab. Habt ihr ja gesehen, wird eine längere Folge mal wieder. Nee, warte mal, hier wollte ich machen. Ein Pottwal. Da bin ich mir sicher. Müssen wir nur hier unten das finden? Der Pottwal gilt als größtes Raubtier. Der Sage nach kämpft er in der Tiefe mit Riesenkalmaren. Narben, die man auf angespülten Walen findet, erinnern tatsächlich an den Abdruck von Saugnäpfen. Fein. So, das war der Pottwal. Oh, eine Spinne. Da haben wir doch schon was gesehen. Obwohl man weiß es immer nicht. Es könnte auch eine Krabbe sein. Riesenspinnengrabbe, ne? Das könnte doch schon stimmen. Die umgangssprachliche Bezeichnung Riesenspinnenkrabbe ist etwas weit hergeholt. Mit einer Beinlänge von 25 cm finden sich solche Asselspinnen vor allem in den Gewässern der Antarktis. Boah. Jetzt raffe ich das auch hier. 3900 Meter ist die natürlich nicht groß oder lang. Die ist in 3900 Metern Tiefe zu finden. Gott, Entschuldigung. Entschuldigung, ihr Lieben. So, warte mal, hier hätten wir so einen Leuchtfisch. Könnte der schwarze Höhlenfisch sein? Vielleicht? Oder hatten wir einen Leuchtfisch? Okay, warte. Spanische Tänzerin hört sich auch eher irgendwie nach einer Spinne oder sowas an. Der weiße Tiefseeangler, da ist er. Ach komm, das ist er. Beim Köder dieser schauerlichen Fischart handelt es sich um ein Organ, das Licht erzeugt. Es enthält leuchtende Bakterien. Experten sprechen von Biolumineszenz. Okay, in 4000 Meter zu finden. Alles klar, was haben wir noch? Du bist, weiß ich jetzt auch nicht. Was haben wir denn hier noch so? Hatten wir gemeine Krake? Nein. Gemeiner Kalmar, weiß ich nicht mehr, aber es sieht jetzt gerade nicht aus wie ein Kalmar, ne? Schwarzer Höhlenfisch, was noch? Ja, schwarzer Höhlenfisch, ne? Oder? Okay, versuchen wir es.
dieser Art hält sich in der größten Tiefe auf, in der je ein Fisch gefangen wurde. Sie gehört zu den Eingeweidefischen, allähnlichen Tieren, die sich bei anderen einnisten, um sie von innen aufzufressen. Das ist jetzt schon ein bisschen eklig, aber okay. So, was bist du? Du bist irgendwie die spanische Tänzerin, ja. Bin ich mir sicher. Zumindest hoffe ich das. Sehr anmutig für eine Nacktschnecke, nicht wahr? Sie bewegt ihren Mantel beim Schwimmen wellenförmig und erinnert so an den Auftritt einer Flamenco-Tänzerin. Ah, okay. So, was hätten wir denn jetzt noch? Die Schildkröte hatte ich doch. Es fehlt mir ja. Ja, zwei Stück fehlen mir noch, ich weiß. War die Suppenschild? Ach nee, warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal kurz gucken. Was fehlt mir denn jetzt noch? Suppenschildkröte, ja, die hatte ich doch. Oder nicht? Ihre Schildkröte bekam ihren Namen, weil sie bei Feinschmeckern sehr beliebt war. Heute steht sie unter Artenschutz. Gut, dann hatte ich sie noch nicht richtig, aber wahrscheinlich halb. Oh, guckt mal, wen wir da haben. Warte. Riesenkalmar? Nee, Riesenkalmar hatten wir doch, ne? Jetzt bin ich aber völlig durcheinander hier. Octopus vulgaris. Hatten wir Octopus vulgaris? Alles klar. Da bin ich aber jetzt eben ein bisschen durcheinander gekommen mit dem, was wir schon hatten und was nicht. Habt ihr die Stimme wiedererkannt? Die Website wird von Professor Clark unterstützt. Professor Clark? Der war doch auf der Wave Dancer damals, oder? Ja, die Meuterei ging auf sein Konto, weil Forschungsgelder fehlten. Was wir damals zu sehen bekamen, war vermutlich so ein Riesenkalmar. Mein Krake hat aber 8 Arme. Wenn der Krake vom Foto eine Laune der Natur ist, wird Professor Clark das erkennen. Da fällt mir ein, er hat uns doch mal sein Buch geschickt. Es muss hier irgendwo sein. Ja, sein Buch, das hat er geschickt, das haben wir auch schon gesehen. Ich weiß auch, wo es liegt, ihr Lieben. Aber da gehen wir erst in der nächsten Folge gucken. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und bis dahin, eure Trin.